Wenn dir das Leben ein Geschenk machen möchte, dann wird dieses Geschenk in ein Problem verpackt. Je größer das Geschenk, desto größer das Problem. Willkommen zum neuen Video. In diesem Video möchte ich über Entscheidungen und Probleme sprechen. Ihr solltet wissen, dass es keine richtige oder falsche Entscheidung gibt. Es gibt nur die eine Entscheidung und das ist die richtige. Denn du weißt gar nicht, was passieren würde, hättest du dich anders entschieden. Das kannst du nicht wissen. Du kannst es vermuten, aber du kannst das nicht wissen. Und das wirst du auch nie erfahren. Deswegen ist die Entscheidung, die du getroffen hast, das ist die richtige Entscheidung. Ein Beispiel, Urlaubsplanung. Entweder willst du ans Meer oder du willst in die Berge. Du hast die Berge ausgewählt, du willst Skifahren, fährst dahin und was passiert? Es regnet den ganzen Tag. Du hast 7 Tage gebucht und es regnet jeden Tag, ununterbrochen. Und so doll, dass du nicht mal raus kannst. Du liegst im Hotel und überlegst dir, scheiße, das war die falsche Entscheidung, hätte ich lieber das Meer ausgewählt. Du guckst in deine Wetter-App und da steht 30 Grad am Meer, richtig geiles Wetter, passt, kein Wind, alles tipptopp. Aber du weißt gar nicht, was passieren würde, hättest du das Meer ausgewählt. Stell mal vor, du bist am Meer angekommen, du gehst was essen und gleich am ersten Tag isst du was Falsches und hast eine Magenvergiftung. Dann liegst du 5 Tage im Krankenhaus und denkst dir, das war die falsche Entscheidung. Würde ich doch lieber die Berge auswählen. Verstehst du? Es gibt nur eine Entscheidung, denn du kannst ja gar nicht wissen, was passieren würde, hättest du dich anders entschieden. Deswegen gibt es nur eine Entscheidung und das ist die richtige. Das musst du einfach verstehen. Und jetzt reden wir über Probleme. Vielleicht hast du jetzt Probleme, vielleicht geht es dir nicht gut, vielleicht hast du Geldprobleme. Sei dankbar dafür. Das ist eine Chance zu wachsen. Das ist eine Chance, über dein Leben nachzudenken. Wieso ist es so passiert, wie es passiert ist? Wieso? Was kannst du beim nächsten Mal besser machen? Das ist ein Problem, ist immer eine Chance. Also sei dankbar dafür. Für irgendwas ist es gut, aber wahrscheinlich wirst du das erst später erfahren. Nach ein paar Jahren zum Beispiel. Das kennst du bestimmt. Irgendwas Schlimmes ist passiert und du denkst dir, warum ist es jetzt mir passiert? Wofür soll das gut sein? Und das ist echt was Schlimmes passiert. Und später, vielleicht nach ein paar Jahren, denkst du dir, geil, genau weil das passiert ist, habe ich jetzt was Positives draus gemacht und würde das nicht passieren, dann hätte ich jetzt dieses nicht gehabt, was jetzt sehr positiv ist. Das kennst du bestimmt auch. Das heißt ja auch automatisch, jedes Problem ist eine Chance. Du kannst wachsen, du kannst lernen und aus jedem Problem musst du auf jeden Fall wachsen und was lernen. Und später das so umbauen, dass das nie wieder passiert, aber gleichzeitig es bei dir Klick macht, weil oder der Klick kommt meistens nach einem Problem. Das ist leider so, das muss man einfach akzeptieren. Vielleicht verlierst du jetzt deinen Job und du bist jetzt am Boden, du hast kein Gehalt mehr, du musst deine Kredite zahlen, du bist wirklich am Boden. Und du denkst dir, es kann nichts Schlimmeres passieren. Aber in der Zeit zum Beispiel, wo du jetzt arbeitslos bist, kannst du das machen, was du liebst oder dein Hobby zum Beruf machen und später bist du dankbar dafür, dass du den Job verloren hast. Und dann bist du auch dankbar für dieses Problem, also damals gewesen. Verstehst du? Also jedes Problem, das kannst du umwandeln in irgendwas Positives. Deswegen sei dankbar für jedes Problem. Sei einfach dankbar. Für irgendwas ist es gut und später wirst du auch verstehen, warum. Aber jetzt musst du einfach wissen, die Probleme, das ist auch gut so. Lerne einfach damit umzugehen und wachse und sei dankbar für diese Probleme. Ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich bin vom Gymnasium geflogen. Das war schlimm. Für die Eltern war das echt schlimm, weil die wussten nicht weiter, was aus mir wird. Und für mich war das auch schlimm genug. Ich habe keine Hausaufgaben gemacht, ich habe wenig in der Schule mitgemacht und somit bin ich geflogen. So, das ist jetzt sehr, sehr schlimm in dem Moment. Aber später oder jetzt weiß ich ganz genau, das war gut, denn es hat bei mir Klick gemacht. Ab dann habe ich angefangen, die Hausaufgaben zu machen. Ab dann habe ich Gas gegeben in der Schule und dann konnte ich was erreichen auch und einen guten Abschluss machen. So, und als on top, also ein Geschenk vom Leben on top, auf dieses Problem ist, dass ich in der neuen Schule meine jetzige Frau kennengelernt habe. Ist das ein Zufall?
Ich weiß es nicht. In dem Moment war das schlimm, aber jetzt weiß ich ganz genau, das war gut. Das war gut, dass ich geflogen bin, weil dann hat es ja Klick gemacht und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Also für mich war das gut und ich habe was draus gelernt und ich habe was draus gemacht. Und so kann man jedes Problem einfach behandeln. Und so hast du gar keinen Stress mehr. Wenn du Probleme hast, sei dankbar. Für irgendwas ist es gut. Und noch ein ganz wichtiger Satz. Wenn dir das Leben ein Geschenk machen möchte, dann wird dieses Geschenk in ein Problem verpackt. Je größer das Geschenk, desto größer das Problem. Also, wenn du das nächste Mal ein Problem hast, dann überleg, wofür soll das gut sein? Was kann ich daraus lernen und was kann ich machen, damit das nicht wieder passiert? Weil jedes Problem ist ein Geschenk des Lebens. Sei stark und glaube an dich und dann wirst du auch alles erreichen. Ich glaube an euch auch. Also das nächste Mal, wenn ein Problem kommt, sei einfach dankbar und für irgendwas ist es schon gut. Danke, dass du dieses Video bis zum Ende geschaut hast. Like dieses Video, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Video. Tschüss.